Okay, jetzt bin ich der Nächste. Fuck, wo ist Max? Ich hoffe, er ist nicht gestorben. Ich habe keine Leiche entdeckt. Was zum Fick? Was war das? Das Blut? Licht. Fuck, Telefon. Barry? Ich habe etwas gesehen. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das... Echt ist. Ich hasse dich zwar, aber du sollst nicht sterben. Noch eine Manuskriptzeit und Bier. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager. Doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Jawohl, Rusty. Aber ganz im Ernst, ich will Max sehen. Okay, ich muss erstmal zum Lover's Peak. Meine Frau ist noch wichtiger als Rusty. Max. Scheiße, Raben. For safety, stay on designated hiking trail. Hey, Lover's Peak lag am Ende des Naturlehrers. Hab ich lange nicht mehr gesehen. Entering Moonshine Cave. Okay, da hinten muss was sein. Oh mein Gott, ist unheimlich. Alter, ich würde da nie reingehen. Batman. Diese Hölle war während der Prohibition Schauplatz regelmäßiger und lukrativer Alkoholschmuggelaktivität. Meist wurde Alkohol zwischengelagert, der aus Kanada eingeschmuggelt wurde. Es wurde aber auch Schwarzbrennerei in der Höhle betrieben. Eine Schrotflinte. Das kann ich immer gebrauchen. Findalon. Okay, gut. Mit der Schrotflinte fühle ich mich ein bisschen sicher. Wenn ich nur zwei Schuss habe im Moment. Okay, der Lover's Peak ist hinter dem Tierpark. Also muss ich nur dem Weg hier folgen. Do not feed. Oh fuck, das heißt, hier sind Tiere. Telefon. Fuck. Shit, da ist was. Oh! Verdammter Tomahawk-Werfer. Alter, spann dich. Okay, gut. Ist der Strohhut? Das ist die Brücke, die ich vorhin gesehen habe. Da unten muss ich vermutlich hingehen.
zwei Wege. Was zum... Ich muss hier weg. Shit. Great all... Wow! Der hat ja einiges an Licht da. Fuck, wie geht die Munition aus? Der große alte, dieses außergewöhnlich große Gebirgs Douglas See war über 200 Jahre alt, als sie 1937 durch einen Blitzschlag gefällt wurde. Legenden der Einheimischen nach reichte sie bis zu den Sternen. Nachdem sie umgestürzt war, maß man ihre Länge auf 66 Meter. Fast ein Weltrekord. 66 Meter. Diese Dunkelheit verfolgt mich irgendwie. Stimmt. Was ein Tier? Fuck, mir geht die Munition aus. Da ist Licht. Ich wollte mich hier überraschen, oder was? Okay. Nur noch 6 Schuss. Na super. So, das muss ein sicheres Plätzchen sein. Aber da war noch Munition, das brauche ich jetzt. Da ist noch eine Seite von mir. Ich ging um die Ecke und hatte Angst davor, was der Strahl der Taschenlampe enthüllen mochte. Plötzlich blühte das aufgemalte Symbol einer Fackel auf. Dahinter, von einem Felsen verborgen, stand ein ramponierter Metallkoffer. Er war voller Vorräte. Batterien, Leuchtfackeln, Munition. Dinge, die man zum Überleben in der Finsternis braucht. Jemand, der wusste, was ich wusste. Und mehr hatte das hier gelassen. Jemand, der wusste, was ich wusste. Irgendwann habe ich das Gefühl, ich spreche vor mir selbst. Also von Alan. Irgendwie... Ich glaube, ich weiß schon, wie das hier alles enden wird. Aber okay, ich muss irgendwo nach einer Fackel Ausschau halten. Weil diese Vorräte möchte ich haben. The fallen... or the taken are filled with darkness. Oh nein, Bärenalarm. Was ist das denn? Ein weißes Shirt. Oh shit. Das erinnert mich an diese... Wo sind die? The fuck, still! Oh
Oh Gott, mir geht die Munition total aus, Mann. Shit. Ich muss dieses Ding finden. Ich muss doch hier irgendwo diese... North Peak. Was ist hier? Ein Campingplatz. Do not feed animals. Okay, ich habe keine andere Wahl, als weiterzugehen. Fruit Tree. Liegt deine Seite auf dem Boden? Ich weiß, ich gehe gerade in die falsche Richtung. Aber das ist auch nur eine Sehenswürdigkeit. Eine Riesenscheibe ist das, Mann. Der Baum, aus dem dieser Ring stammte, begann 1846 zu wachsen, im Jahr, dass der Oregon-Kompromiss unterzeichnet wurde. Weitere wichtige Ereignisse, bla 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 bla. Okay. So, hier müsste ich irgendwo dieser Lower Peak sein. Lower Peak. Ich hab's. So. Ist das ein Hirsch oder ein Baum? Nein, das ist ein Baum. Da, Manuskript. Agent Nightingale wollte nicht in Bright Falls sein. Diese kleinen Gemeinden stießen ihn ab. Er mochte auch die Bäume und den Kaffee nicht. Nun wusste er, dass hinter den Schaufenstern und dem Lächeln das Grauen lauerte. Er wollte nur den Wagen wenden und fahren, bis er einschlief, die Straße aufhörte oder er keinen Schnaps mehr hatte. Aber er hatte etwas zu erledigen. Er musste einen Schriftsteller fangen. Um jeden Preis. Agent Nightingale. Von so jemandem habe ich noch nie was gehört. Und er jagt einen Schriftsteller? Meint er mich damit? Drop hazard. Was ist das? Aha. Nightingale. Okay, damit komme ich auf die andere Seite und damit müsste ich eigentlich zum Lower Peak kommen. Oh, nicht zu nah ran. Ich hoffe, ich falle nicht. Na toll, ich um meine Klappe. What the fuck? Oh. Okay, ich hab's überlebt. Oh shit, ich werd's nicht überleben. Oh, da hilft mir wohl. Was ist das denn? Los, wir müssen uns beeilen, es kommen noch mehr. Wer bist du? Die Taschenlampe ist Kinderkram, Wake. Hey. Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf. Leuchtfackeln. Hat sie erbittet, um eine Leuchtfackel zu benutzen? Natürlich sehe ich sie. Wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Geschichte? Ja, los jetzt. Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der... War der Typ hinter Alice?
Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lover's Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Meinst du? Los, Wake, machen Sie schon. Wake, Sie locken sie an und ich mache sie fertig. Okay. Los, Pile Up. Aua. Okay, weiter. Ich glaube nicht, dass es ein Führer ist. Irgendwie, ich weiß nicht. Oh! Schieß doch auf die. Lover's Peak, nur noch die Treppe hoch, Wake. Halten Sie sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten in Schach, bis die Bretter ab sind. Ich brauche die Waffe. Ha. Keine Chance, Wake. Was soll das? Her mit der Waffe! Schnauze! Okay, 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 ich tu's ja schon. Leuchtfackel, ha? Okay. Ich hoffe, ihr seid so gut wie alle behalten. Oh, episch. Wow, 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 wow. Lauf, lauf, lauf. Das Licht Gottes. Oh, fühlen Sie sich jetzt besser, Wake? Gemütlich und sicher. Ja, einigermaßen. Entering Lower's Peak. Sie sind gleich da. Okay, ich habe mein Ziel erreicht. So sieht's aus, Wake. Das letzte Gefecht. Hier sind noch mehr Leuchtfackeln. Machen Sie sich bereit, die Bekämpfungsmittel, sie kommen. Her mit der verdammten Waffe, sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ans Programm, Wake. Fuck, Sie Idiot! Fuck, hinter uns. Oh! Wow. Töte sie, los, töte sie. Ja, es kommt runter. Okay, die Leuchtfackeln sind ziemlich gut. Oh shit, der sieht fett aus. Oh! Oh! Töte ihn, töte ihn! Sehr schön. Was jetzt? Okay, es reicht jetzt. Wo haben Sie meine Frau? Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich habe alles schon gelesen. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches und Schreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Was? Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn Sie sie... Oh Gott, Alan, man beruhigt sich doch einfach. Oh, scheiße, das ist sicher wehgetan.
Muss dich zügeln, Junge. Töte ihn nicht, töte...